Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen geilen Tag. Ich freue mich, dass ihr am Start seid und ich freue mich, dass ich am Start bin, denn wir spielen heute Senna direkt. Ein Summoner ist direkt disconnected. Wir gucken mal, ob das klappt. Senna, meine Freunde. Ich habe ja gestern ein Video darüber gemacht und zwar, ich möchte mich entschuldigen. Einige von euch haben direkt gesagt, ja, Tobi, dieses Ganze mit dem Broken und so, ne, erstmal abwarten, erstmal Tee trinken. Und dann muss ich sagen, ja, ihr habt recht, ne, erstmal das Ganze testen. Ich muss sagen, es war quasi nicht meine erste Reaction, es war meine zweite Reaction, aber sie war ehrlich, muss ich sagen, ja. Denn das, was ich so, wie ich war, so habe ich ehrlich über diesen Champion gedacht. Ich fand die Spells alle ziemlich krass, aber ich möchte etwas zurückrudern, euch entgegenkommen und ich sage, hey, cool, okay, ja. Na, wir testen sie erstmal. Wir spielen sie auf ADK, obwohl sie ein Supporter ist, weil ich bin Tobi. Weiter im Text. Ihre Passive ist ein Roman, komplett krass. Ihre Spells, folgenderweise. Ihre Q ist ein Laser, der macht Damage, der ist doch ein Point-and-Click-Zauber, ich verstehe aber nicht, warum der auf Türme geht, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Okay, aber auf jeden Fall ist es ein Point-and-Click-Zauber, der macht Damage, die W ist ein Skillshot, der ist relativ langsam, die E ist natürlich dieses Camouflage-Ding und das Krasse ist ihre Passive. Ich erkläre diesen Text jetzt einfach mal so gut, wie es geht. Wenn ihr einen Gegner angreift, dann kommt da eine Seele. Und die könnt ihr aus dem Gegner rausziehen. So, und dann, wenn ihr nochmal angreift, dann kriegt ihr diese Seele. Jetzt haben wir die Seele bekommen. Ihr habt gesehen, das ist gar nicht so einfach. So, oh, und da ist der Laser. Und zack, wir kriegen auch die, ja, ich glaube, ja, wir haben zwei Seelen. Das geht die ganze Zeit hoch, ist so ein bisschen wie bei Thresh. Und diese Seelen sind ähnlich wie bei Kindle, das heißt, oder bei Thresh, wenn wir viele davon haben, kann ich das nicht einfach auch Minions machen? Oh ja, guck mal an. Wenn wir sehr, sehr viele, oh, jetzt kann ich die aber nicht rausziehen da hinten, ne? Wenn wir sehr viele Seelen haben, dann gehen meine Stats höher. Das heißt, alle... Jede Seele gibt ein AD. Das ist Punkt 1. Eine Seele, ein AD. Das ist schon mal krass. Jede weitere... Jetzt müssen wir gleich gucken. Die werden nämlich hier mit... Oh, das... Kann ich das haben? Kann ich das haben? Nice. Sehr gut. Geil. Schön. Oh, schon wieder eine. So, was gehen wir jetzt als zweites? Ich würde sagen, die W. Dann können wir das Ganze mal austesten. Ist natürlich gefährlich gegen Leona, aber... ist gerade ein bisschen schwierig zu erklären. Alle 25 Stacks bekommt man mehr Range, wenn ich das richtig gelesen habe. Alle 20 Stacks bekommt man 25 mehr Range, 15% mehr Crit-Chance. Ja, das ist... Also, wenn ihr viele Seelen habt, das könnte komplett insane werden, meine Freunde. Komplett insane. Also, ne, und alles, was über 100% Crit-Chance geht, das steht da schon extra drin, wird dann in irgendwas anderes umgewandelt. In, Lifestyle. So, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, weil ich integriere ein bisschen. Also, ihr Attack-Speed ist relativ langsam tatsächlich, das merkt man schon. Wir können mal die W werfen. Zack. Oh, die hat sogar getroffen. Allerdings kommt jetzt hier der Engage. Muss hier ein bisschen aufpassen. Kann hier aber die Seele rausziehen. Und hier machen wir den Laser. Ziehen noch eine Seele raus. Da kommt Lee Sin. Drücken mal Heal. Ich mache hier eine W drauf. Oh, leider auf den Lee Sin. Aber hier, gib mir wieder die Seele. Gib mir die Seele. Dankeschön. Die Animation ist ein bisschen weirdo. Können wir da einen Flash-Q machen? Ich glaube, das reicht nicht. Vielleicht mit Level 3. Vielleicht mit Level 3. Also, ihr Attack-Speed ist tatsächlich sehr langsam. Das steht hier auch drin. Das steht da auch noch. Das bedeutet, hey, ihre Reliktkanone schießt sehr lange, macht dafür 16 Bonus On-Hit-Damage und gibt dir 10% Attack Move Speed ganz kurz. Ich glaube, das ist dafür da, damit man die nach dem Angriff die Seele kriegen kann. Wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob das wirklich klappt. Weil hier ist, kommt immer dieser Fuß, wenn man angreift, aber das Movement Speed geht nicht höher. Obwohl doch, jetzt gerade schon sogar. Vorhin, wo ich es getestet habe, ging es nicht höher. Vielleicht geht es nicht an Puppen, das kann sein. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sieht es bisher sehr, sehr interessant aus. Wir machen den Laden mal ein bisschen leiser hier. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Wir müssten eigentlich auch mal shoppen gehen. Wir versuchen mal, das durchzupushen. Wave-Clear-mäßig scheint das noch nicht zu viel Schaden zu machen, das Q. Hält sich in Grenzen, hat aber natürlich eine riesige Reichweite. Ich glaube, sie ist ernst. Also, sie ist auf jeden Fall ein Supporter-Champ. Das ist klar. Aber auf AD-Carry könnte sie trotzdem funktionieren. Gib mir die Kanone! Oh, da seht ihr, ne? Das Attack-Speed... Oh, jetzt haben wir aber richtig... Also, es gibt sogar Gold? Fuck. Also, es hat sehr, sehr viel... Guck mal, jetzt werfen wir die W hier. Oh, shit. Oh, nee, hat's verfehlt. Kacke. Ich kann meine E natürlich benutzen, aber ich weiß nicht, ob die wirklich was bringt. Hier kann ich eine Seele ziehen. Machen wir die lieber. Q drauf. Oh, jetzt geht's hier los. Let's geht's hier los. Ja, der hat so wenig HP, aber ich glaube... Ja, ich kann da nichts machen, denke ich. Ich muss auch shoppen. Ne, sie... Klar, sie hat jetzt... Ja, flashen wir mal. Hier unten ist auf jeden Fall einiges los. Wir haben ein bisschen Geld. Die Frage ist natürlich, was werden wir kaufen? Also Last Hitten ist ein bisschen schwierig. Runentechnisch bin ich auch so ein bisschen am Überlegen. Oh, da sind so viele Seelen. Die muss ich eigentlich nehmen. Oder nicht? Das ist doch... Ist das nicht jeweils eine Seele, ne?
13, 14. Ja, sag mal. Aber ich komme hier nicht aus der Lane raus. Leute, Leute, Leute. Wir können aber gleich mal schön die Scalings durchgucken oder wie hoch unser Schaden wird, wenn wir ein bisschen shoppen gehen. Also zu den Runen. Conqueror wurde ja jetzt geändert, deswegen macht Conqueror keinen Sinn. Man kriegt nur noch ein Stack und braucht 10. Deswegen ist Conqueror, glaube ich, Bullshit. Ja, schwierig eigentlich. Ich glaube, sowas wie Airy könnte tatsächlich gehen, zumindest wenn er sie auf Support spielt. Wir können mal eben gucken, was wir jetzt kaufen. Attack Speed wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir... Aber ich glaube, wir müssen schon richtig AD kaufen. Man kann natürlich überlegen, ob man Lethality kauft. Das kann man überlegen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt komplett... Sowas wie Sheen könnte auch gut funktionieren. So, wir können ja mal gucken. Was haben wir? Hier machen wir Onit plus 22 Bonus Damage. Das ist schon ziemlich viel, wenn wir ehrlich sind. Attack Speed haben wir 0,66. Das Ding hier macht 80 Schaden auf Stufe 2. Das ist nicht so viel. Aber shieldet natürlich und kann reduziert werden durch jeden Auto-Attack. Das hier macht 110 und die Ultimate macht super viel Damage. Die Ultimate macht super viel Damage. Aber bei der Ultimate habe ich bereits gesehen, das ist etwas fair. Man kriegt so ein... Oh, mein Greenscreen endet da oben ein bisschen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich mach's weg. Alle können das sehen. Also es kommt so ein riesiger Streifen auf der Map. Das heißt, man kann sehen, hey, hier kommt Zendas Ultimate gleich. Ich glaube, als AD-Carry ist sie ehrlich gesagt nicht so gut. Weil sie irgendwie fehlt, was heißt Mobility? Die meisten AD-Carries haben keine Mobility, aber mir fehlt so dieses, ich weiß nicht, dieses Reindashen oder so. Ne? Da habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und mit der E muss man, glaube ich, den, also, ne, ich glaube, das ist halt wirklich ein Support-Spell. Ja, ich meine, sie ist ein Support-Champ. Da steht alleine hier auf dem Spell hier, wenn sie Edge of Spell-Dings da kauft, dann wird das in AD umgewandelt. Hier ist die W, zack, und ich muss gleich mal gucken, das weiß ich nämlich gar nicht, ob... Oh, das böllert ordentlich. Jetzt, ob das hier Movement Speed gibt, das glaube ich nämlich nicht. Doch, 20%. 20% Movement Speed. Muss man aber wirklich gucken, ob das... Also, als AD-Carry-Rolle ist der Spell, glaube ich, nicht so gut. Als Supporter ist er wieder hingegen stärker, denke ich. So, wir haben mittlerweile 19 Seelen. Das heißt, die nächste Seele kriegen wir 25 mehr Range. Können wir eine Platte haben? Oh, oh, das war knapp. Oh, hier ist eine. Das bedeutet, wir haben jetzt... Oh, die habe ich nicht eingesammelt. Ich inte doch. Scheiße. Das ist übrigens der True Damage Skin. Die True Damage Skins, ohne Witz, die sehen alles super geil aus. Ich schwöre. Okay, Akali geht so. Bin ich ehrlich? Der ist so, hm. Aber die anderen True Damage Skins, die sind so cool. Also wirklich so cool. Oh, es kostet aber auch ordentlich Mana, die Q. Muss man ein bisschen haushalten, ne? So, wir haben jetzt unsere Ultimate. Die macht Hund. Die hat super viel Reichweite. Oh, aber haben die das nochmal verändert? Oder was? Ach, das sieht jetzt nur anders aus, weil das ein anderer Skin ist, glaube ich. Denke ich. Deswegen ist die... So, die Zeichen etwas anders. So, können wir jetzt bitte unseren 20. Stack haben? Das wäre super geil. Super, super geil. Sollte die Passive OP sein, also ich meine, man kriegt hier halt Crit, Lifesteal, man kriegt AD, alles, dann könnte man natürlich gucken, ob man einfach die Stacks, das weniger Stacks droppen zum Beispiel. Also es ist sehr leicht balancebar, denke ich. Falls es OP sein sollte. Wir können jetzt mal kurz gucken, ob wir irgendwo was mit der Ultimate machen können. Das sieht bisher nicht so aus. Ich denke, auf der Botlane haben wir halt... Ja, wir können nicht so richtig aggressiv spielen, ne? Ich meine, okay, sie haben halt eine Leona. Leona ist jetzt auch nicht so geil zum Engagen. Und ich habe nicht so viel Mana. Wir können halt hier Last Hit, ich denke, ja... ja, schwierig. Ich glaube, Jinx scaled tatsächlich, wenn man das jetzt so betrachten würde, sogar etwas besser als ich. Könnte ich die? Okay. So, jetzt machen wir hier drauf. Mal sie attackt mich. Kann ich hier die Ult einfach Nahkampf schießen? Peng! Einfach und jetzt machen wir die W nochmal. Hier, zack. Oh shit, okay. War aber auch ein bisschen harsch. Und nochmal eine Q. Gib mir noch eine Seele. Noch eine Seele. Nice. Oh. Und. Komm schon. Ah. Nice. Ohne Witz, die Nahkampf-Ultimate einfach. Ich meine, vielleicht wird man das auch bei Zeiten. Ich meine, die hat übel viel Damage. So schwer war. Also, weiß ich nicht. Vor allem, wenn du noch die E drauf. W plus die Ultimate ins Gesicht. Ich meine, das sind einfach, guckt euch das an, das sind 370 Damage. 370. Also, nee, weniger. Ein bisschen, nee, Quatsch, ich bin dumm. Ein bisschen weniger. 320. Aber ist trotzdem insane viel. Also, vor allem, wir haben ein AD-Item. Das hätte man als Supporter, kommt man da auch relativ easy dran. So, wir gehen mal im Shoppen, würde ich sagen. Also, heilige Scheiße. Man muss so ein bisschen aufladen, die Ultimate, aber... The Shield's Power Scale with the Amount of Mist. Cool. Plus 39. Das heißt, ne? Cool. Machen wir jetzt... Oh, wir haben das neue Item. Sanguine Blade. Sollen wir das bauen?
While near one or fewer visible enemy champions, gain mehr Attack Speed. Ich meine, eigentlich sind ja immer viele Gegner in der Nähe, oder? Ich glaube, sowas könnte... Oh, guck mal, wie sich das jetzt baut. Geil! Ist das geil? Nee, ist, ja, vielleicht doch. Dark Tablet macht auch nicht so Sinn. Ja, komm, wir kaufen das jetzt einfach mal. Wobei ich glaube, dass es Int ist, Leute. Aber ich habe das neue... Ich habe die neue Kluft noch nicht gespielt. Die mit den Drachen alles und alles hier. Ja? Das habe ich alles noch nicht getestet. Deswegen probieren wir das einfach mal aus. Das Teil bringt halt nur was für alle, die es nicht mitbekommen haben. Wenn kein Gegner in der Nähe ist. Oder nur ein Champion darf in der Nähe sein, steht hier, ne? One or fewer visible enemy champions. Dann kriege ich richtig viel Attack Speed. 61er. Aber es sind die auf Natur Botlane. Ich habe mir, warum ich es mir gekauft habe, ist vielleicht sind die Gegner tot und wir können hier pushen. Und dann baller ich den Turm um. Wobei, ist das auch für Verbündete oder nur für Gegner? Enemy champions. Okay, cool. Cool. So, wir können ja mal, eigentlich wenn wir so ein, hier ist eine W. Oh, die hat getroffen, die hat connected. Hier, wo ist mein Laser? Ich komme nicht ran. Gib mir. Ich mach die eh an, dann sind wir ein bisschen schneller. Nee, ich klebe einfach fest. Okay, Leute, ich kann mich einfach gar nicht bewegen. Holy shit. Leute, warum kann ich mich nicht bewegen? Könnt ihr damit bitte aufhören? Okay, der, oh. Schade, da hätten wir, aber wir haben gleich Ulti. Viel Cooldown hat die, by the way. 144, okay. Hat sehr, sehr viel Cooldown, muss man sagen. Sehr, sehr viel Cooldown. 144er. Müsste ich jetzt nicht durch mein Sanguine Blade mehr Attack Speed bekommen? Oder wie funktioniert der Scheiß? Oh, jetzt habe ich mehr Attack Speed, glaube ich. Olden Burster. So, können wir... Ich muss nur eine W auf sie connecten. Jetzt, sie schreibt gerade. Shit, okay, never mind. Ist gegen den Minion geflogen, auch. Ja, pushen wir mal durch. Ripp. Zack. Boah, aber okay, mit Mana muss man übel aufpassen. Deswegen ist wahrscheinlich auch dieses Spell Thieves Edge ein sehr, sehr gutes Item für sie. Oh, der Erddrache kommt. Ei, caramba. Oh, ja, unten ist ja auch dieses Feld übrigens, ne? War es gerade schon da? Ja, ne? Okay, sie ist wieder da. Wir haben halt... Ich glaube, wir brauchen halt echt ein Mana-Item. Vielleicht wäre auch Trinity gut. Trinity könnte ich mir auch vorstellen, dass, dass es übel böllert. So, wir skillen jetzt die W, gehe ich von aus. Sehr, sehr schön. Jetzt machen die W drauf, die Q da drauf. Und... Ha! RIP Earphone-Users. Und RIP Mikrofon-User. So, jetzt muss ich Sanguine Blade procken die ganze Zeit, oder nicht? Ich habe das noch nicht ganz gecheckt, aber sie gibt mir gerade Free Money und Seelen. Kriege ich noch eine Q raus? Nee, eine Q nicht. Komm. Oh, nice. Ah, ich sterbe. Ah, schade. Aber okay. War das worth vielleicht? Nochmal hierzu. While near one or few visitor für, also einer oder weniger Champions, kriegst du 61%. Muss ich jetzt den procken oder ist das automatisch? Gut. Wir kaufen jetzt mal eben Attack Speed Schuhe, denke ich. Dann sind wir auch ein bisschen flotter. Dann müssen wir da auch nächstes Mal nicht hinterher chasen. Also die E... Ist, glaube ich, sehr situativ, muss man zugestehen. Das heißt, jetzt ist das Sanguine Blade an. Ja, cool. Cool. Die E ist sehr, sehr situativ. Aber ist ja auch... Ja, ist halt ja ein Support-Spell eigentlich, ne? Die Ultimate macht mittlerweile 300... Jetzt machst du wirklich fast 370. Fast. 370. Hier machen wir plus 32 On-Hit Damage. Das Teil hier macht 100... 200 Schaden. Es macht nicht den meisten Schaden, müssen wir ehrlich sagen. Die Q hat sau viel Range und die wird ja auch höher jetzt, ne? By the way, wir haben bald die 40 Stacks, Leute. Wie viel Range haben wir denn jetzt schon? Wir haben 625, also 600 Base Range. Hä? 600 Range ist voll viel, oder sehe ich das verkehrt? Oh, jetzt guck mal, das ist ein Attack Speed, ist auch richtig angenehm jetzt. Schießen wir einmal eine Q hier durch, zack. Müssen aber echt mit Mana aufpassen. Vielleicht wäre Mana Flow sehr gut. Ich glaube, Mana Flow wäre nicht nur sehr gut, sondern sehr wichtig sogar. Ich hätte gerne die Seele da, aber gefährlich. Okay. Jetzt machen wir, was machen wir? Erstmal machen wir einen Pot rein. So. Wir kriegen halt jedes Mal ein AD. Ich finde, das ist so wie Veigar, nur in Holy Shit mäßig so. Vielleicht können wir eine Sneaky W machen, komm. Wir tryen's. Oh, die geht echt nicht weit, das Spell. Jetzt! Ja, ist nicht der, den ich wollte, aber machen wir erstmal eine Seele, zack. Okay. Das heißt, wir haben jetzt auch schon 15% Crit, einfach for nothing, Leute, ne? Einfach so. Einfach for nothing, 15... Oh, wir haben sie getroffen. Krieg ich da noch einen Laser? Na, okay, na, Moment. Dann nehmen wir sie. Kann man einfach meine Ehren machen. Kriege ich ja mehr Attack Speed oder nicht? Also eigentlich kann das zum Kiten nehmen so ein bisschen. Kannst du bitte sterben? Zack. Oh, jetzt wäre ich schon fast wieder gestorben, though. So, und jetzt können wir nämlich mit unserem Sanguine Blade richtig krass den Tau... Oh, die Plates sind weg. Ja, RIP. Na gut, egal. Egal. So, können wir lasern irgendwo? Da ist keine Laserei. Hier ist keine Laser... Oh, das hier... Das hier ist Echo übrigens. Echo sieht so gut aus, Leute. Echo, Qiyana, Senna... Die sehen alle wirklich insane. Oh, hier ist Sanguine Blade jetzt aber richtig insane, muss man sagen. Es
Deswegen greife ich auch so viel an. Das ist einfach vom Zwecken. Ich dachte, es wären wegen den Textilschuhen. So, gehen wir shoppen. Sollen wir Trinity kaufen? Ich glaube, Trinity könnte halt übel Sinn machen. Oh Mann, mein Greenscreen, es tut mir übel leid. Ich verbessere es, Leute. Es ist so hell draußen. Guck mal, dann haben wir auch ein bisschen Mana. Kaufen wir nur so ein Schwert. Es ist einfach. Hell. So. Wir haben jetzt Sheen. Klar, mein Itembild, Leute, lasst uns ehrlich sein. Das ist Müll und das ist auch kein ADK-Itembild, aber ich glaube, sie ist halt auch, sie ist eher wie Lucian. Weil sie ist ja auch wie Lucian, also sie ist ja Lucians Freundin so. Oder Frau, whatever. Und sie ist eher so vom. Lucian hat man damals auch immer auf Trinity gespielt. Sie ist eher so ein Spellcaster ADK-Carry. Also wenn sie überhaupt eine ADK-Carry ist. Ja, das möchte ich ja kurz highlighten. So, können wir. Ne, Wavegear ist ja. Gucken wir jetzt mal, wie der Wavegear. Ja, also dafür, dass er 110 Mana kostet. Ist ja, also ich muss sagen, ich finde ihr Kit schon extrem stark, ja, um das zu untermauern, vor allem als Supporter, aber sie hat auch ihre Downsides, die Ultimate sieht man, wobei die echt zu schnell geht, glaube ich, die muss ein bisschen, wie lange muss sie aufladen, steht es dabei? Steht nicht dabei. Also die Ultimate geht sehr, sehr schnell und ja, dafür hat halt die Q sehr viel Mana-Kosten, also die kannst du halt nicht spammen und die Passive ist halt super krass, ne, wir haben jetzt schon. Kann das irgendwo. Ist hier irgendwo eine Zusammenfassung? Nee, aber. Ne, wir sind. Hier, doch, da. 44 Attack Damage, 50 Range, 30 Crit. Das heißt, wir brauchen nicht mal Crit bauen. Wir haben jetzt einfach ein Free Crit Item. Ne, so wie Jinx. Klar, sie hat 0-3, schlechte Landing Phase gehabt, aber. Einfach Crit for free. Vor allem, wenn ihr das als Supporter habt. Heilige Scheiße. Also, man kriegt locker, glaube ich, in einem Game so 60, 80 Stacks zusammen. Da gehe ich mal von aus. Locker. So, jetzt müssen wir mal kurz wegfliegen. Boah, ich bin irgendwie langsam gefühlt. Ich komme aber weg, oder? Könnt ihr eine W... Okay, nein, Moment, die hören auf zu traden. Wie viel gibt ihr das hier? Duration wird länger. Okay, dann machen wir weiter die W. Komm ich hier weg? Lass mich mal in Ruhe. Okay, die wollen mich auf jeden Fall. Die Cassius, die fett oder was? 202, die tut übel weh. Also bisher sieht es gar nicht so gut aus für uns. Zack, einmal da reingelasert. Kann ich die das haben? Dankeschön. Dankeschön. Sieht immer ein bisschen komisch aus. Die macht da immer so ein... Ja, ich meine, das ist auch die Animation, weil sie so ein Subwoofer-Kanone in der Hand hat. Können wir irgendwo... Mann, Leute, ich will was auf der Welt ulten. Aber bietet sich nicht an, irgendwie. Hier eine W. Okay. Da wäre genau im gleichen Moment. Zwei Gedanken, zwei doofe, zwei Gedanken. Zwei doofe, derselbe Gedanke. Zwei doofe, drei Gedanken. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So. Ich verstehe trotzdem nicht, warum die Q auf Türme gehen sollte. Kriegt der auch ein Schild? Das können wir jetzt testen. Nee, keine Ahnung. Warum... Also deswegen habe ich gedacht, das wäre kein Point-and-Click-Zauber, weil die die Senna wurde ja von Caitlyn geultet und hat dann den Tower, also hat einfach eine Q gemacht, um das den Heal zu bekommen. Und ich frage mich, warum man das auf den Tower schießen soll. Hat das irgendeinen Sinn? Habe ich da Damage mit am Turm gemacht gerade? Oder sah es, nee, ich habe Damage gemacht, oder sah es nur so aus? Kann man damit Türme zerschießen? Also wenn, also was? Nee, oder? Glaube ich nicht, oder? Habe ich damit einen Tower zerschossen? Müssen wir gleich testen. So, 50er. 30% Crit, heilige. Also wir brauchen auf jeden Fall, wenn wir Crit haben, wer Crit baut, der braucht AD. Also, ne, Lethality wäre wahrscheinlich cool. Ich meine, ein Trinity kann man sich ja gönnen, ne? Wir haben ja noch ein paar Plätze frei. Eigentlich wären halt zwei Lethality-Items auch gut, ne? Dann kriegt man beide Bonis. Wobei, ich glaube, eins reicht auch. So, können wir... Ich würde jetzt gerne den Tower schießen. Zack. Zack. Da ist Lee Sin. Wie viel Leben hatten die? Oh, da sehe ich mich. Ah! Oh, lol. Hey, das... Okay, also... Es hat überhaupt keinen Schaden gemacht. Oder... er hatte noch... Hey, so viel Leben hatte der auch gar nicht mehr, oder? Also, okay, was ist da passiert? Hier ist noch eine W. Die ist einfach im Root, Alter. Schwöre. Ich komme mal nicht ran. Meine Q hat keine Reichweite. Gib mir den Stack. Shit. Hä, ja, das hat, also das auf dem Papier macht es auf jeden Fall tons of damage. Ich glaube, er hat geschildet oder sowas. Aber trotzdem müsste ich doch durch sein Shield durchkommen, oder? Der ist gemaxt. Kann es sein, dass er es gemaxt hat? Wobei, er hat jetzt schon viele Punkte drin auf jeden Fall. Oh, hier, guckt euch diesen Stein an. Der ist richtig rough, du. Richtiger Ruffelstone. So, machen wir mal hier so eine Sneaky W drüber. Zack. Schade. Hat relativ wenig Reichweite tatsächlich. Dafür, dass der Skill schon zu langsam ist. Also klar, hat viel Reichweite, aber dafür, dass es... Ja, es geht. Ich meine, Morgana hat auch nicht mehr. Und wir haben aber sehr viel CC. Es ist relativ einfach für mich, den Skillshot zu treffen. Also wenn jemand vorher CC. So, können wir mal hier drauf machen?
Okay, also man kann einfach den Turm wegböllern. Das finde ich krass. Actually. Finde ich actually wirklich krass. Kann ich die haben, die Seele? Oder ist das Quatsch? Ja, okay, der Greed ist da. Aber okay, ich lebe. Cool, cool, cool. Genau wie ich wollte. Genau so geplant. Okay, ich habe natürlich zum Glück Morgana. Müssen wir einfach mal sagen. Ich habe noch eine Q. Aber ich benutze auch die Q gerade überhaupt nicht zum Shielden, ne? Klar, vielleicht ist es so, wenn man Supporter spielt, vielleicht ist es dann mehr so ein Ding, ne? Dass du dann sagst, okay. Aber heilige, sie kann Türme zerschießen. Wobei das auch echt teuer ist, ne? Hier, zack. 110. Aber wenn du gerade E-Back willst und noch Mana hast, warum nicht? Warum nicht? Mich wundert aber immer noch, warum wir den Lee Sin nicht getötet haben. Normalerweise müssen wir das eigentlich beim Replay abchecken. Aber da habe ich wahrscheinlich keinen Bock drauf. Wurde ja vielleicht war Jinx in der Nähe und hat ihn geheilt. Das könnte auch sein. Meint ihr, sowas wäre möglich gewesen? Man weiß es nicht. Kann ich den Turm haben? Wir haben leider kein Mana. Aber Sanguine Blade ist ready. Komm. Den hole ich mir. Das ist mir egal. Den hole ich mir. So, jetzt müssen wir überlegen. Okay, nee, eigentlich können wir jetzt so machen. Zack, und die ist jetzt einfach. Die ist jetzt einfach AFK. Oh, Morgana Ult ist abgewonnen. Ja, lassen wir das. Das passt. So, dann gehen wir mal in den Shop. Wir haben ordentlich Kneten. Kneten gelten. Gelten. Machen wir die Ehren. Fliegen ein bisschen schneller. Zack. Cool. Ahem. Trinity ist da. Jetzt brauchen wir natürlich mehr AD. Ne, wäre nämlich. Die Frage ist, welches AD. Ich glaube, eine Sensrier wäre perfekt für sie. Eine Sensrier wäre wirklich gut, weil wir dadurch Mana aufbauen. Wir haben nochmal mehr CDR. Sie ist ja so ein Spellcasting-Maschine. Also hier geht um 0,5 höher und hier geht nur. Doch, Root Duration um 2 Sekunden. Das geht auf 2,25 hoch. Das ist genau der Wert, den ich gesagt habe. Das ist ja insane. So, können wir hier was machen. Oh, weh. Kaioken! Okay, also. Also irgendwie, also da stand 459, was super viel ist, aber irgendwie macht es keinen Schaden. Also das liegt aber, glaube ich, daran, dass sie halt sehr tanky ist. Also es hat schon viel Schaden gemacht, wenn wir ehrlich sind, aber... Nice, ich hab sie. Und Katung. Also es macht schon, ich meine, da stand 470 oder 60 oder irgendwas. Oder 59, das ist schon viel. Sie ist einfach tanky. Sie ist, meine, sie ist die fetteste. Sie hat 300 HP, 200 HP... Und sie hatte vielleicht noch ein bisschen Schild oder so, keine Ahnung. Gibt der auch eine Seele eigentlich? Ja, sehr geil. Zwei sogar. Ja, moin. So, jetzt könnte man eigentlich mal so ein bisschen mit dem Spell hier arbeiten, so, ne? Aber dafür bin ich auch zu langsam irgendwie. Heilige. Heilige, heilige, heilige. Oh, ein Red Buff wäre auch sahnig, Leute. Sahne. Schöner, sahniger Red Buff. Hier mal eine W dadurch. Hier, kann ich den haben oder ist es verboten? Gibt der, so geben Monster auch sowas? Nice. Es ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei Dresch. Na, bei Dresch, der Dresch, der Dresch. Hier könnte man jetzt zum Beispiel auch... Ich weiß nicht, ob das Sinn macht dann, ne? Aber... Ja, man könnte jetzt als geschlossene Formation... Oh, hier guck mal, wieder zwei, du. Meine Güte, du. Also als geschlossene Seelenformation. Und dann kommt... Und dann kommt... Und dann ist da der Ding, aber ich weiß nicht, da können wir wahrscheinlich nichts mitmachen. Aber sie hat direkt geheilt. Ich glaube, ich baller einfach den Turm weg. Ich könnte... Okay, ne. Den Heal zu benutzen oder den Shield auf der Q ist, glaube ich, schon wirklich sehr schwer auch. Hier ist noch eine W. Ich kann nochmal heilen. Ich habe Ult. Können wir... Ist jemand... Kann ich den Tower... Meint ihr, ich kann den Tower damit das schießen? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich finde es aber auf jeden Fall gut, dass die Ult nicht auf Minions geht. Das ist sehr nett. Oh, wir haben jetzt übrigens die... Haben wir die Drachenseele? Was ist denn das hier? Crest of... Ach, das ist der Red Buff. Stimmt, Leute. Red Buff sieht jetzt anders aus. Ne, die haben jetzt andere Visuals. Dachte kurz, das wäre der Infernal Buff, aber das ist der Red Buff. Sieht ja besser aus, sieht qualitativer aus. Aber gewöhnungsbedürftiger auch. Können wir irgendwas machen? Ich würde ja gern ulten, aber ich hab... Ja, ist okay. Ich muss sagen, ich denke, ich bin etwas... Ja, was heißt enttäuscht, aber... Ich dachte, es macht etwas mehr Damage. Ich meine, sie ist 0,4, ich bin 7... Klar, ich habe nicht Full AD gebaut, aber... Ne? Es ist nicht der allerhöchste Damage. Wobei, doch. Also, ich weiß nicht. Das Ding macht 500 Schaden. Das ist viel. Global. AOE auf alle Gegner. Das ist viel, aber... Ich glaube, ich bin einfach enttäuscht, weil ich zu viele Assassins spiele. Das ist die Wahrheit. Ich spiele zu viele Assassins. So, Assassin's Reaver, meine Freunde. Freunde, Verwandten, Verdummten, Verlordeten. Hier ein schönes Bath Sword. Ditte machen wir auch noch. Ditte. Zack. Und jetzt haben wir... Mittlerweile
Oh, wir haben jetzt gleich 80 Stacks, Leute. 80 Stacks. Ab 80 Stacks wird es langsam richtig. Wir haben eine Range von 600. Leute, das ist broken. Komm. Genauso broken wie mein Greenscreen. Ich mach den mal kurz aus, weil draußen ist es saudunkel geworden. Guckt es euch an. Hier ist einfach insane dunkel bei mir. Ich hoffe, ihr lyncht mich nicht. Es tut mir leid. So, jetzt leckt es auch nicht mehr. So. Also, ja, keine Ahnung. Ja, ich weiß, ich habe viel gesagt, broken dies, broken das. Aber findet ihr nicht, dass es broken ist? 700, guck mal, wir haben jetzt gleich, lass uns mal 80 Seelen voll machen. Bap. Gibt sogar 3 Gold jede Seele. Warum geben die Seelen Gold? Bei Drash geben die auch kein Gold. Sind die Gegner AFK? Nee. Oder doch? Könnte sein, dass sie... Oder die machen Baron, Leute. Könnte sein, dass die Baron machen, actually. Oh, da oben kann ich ulten. Ah, ne, meint. Ah, ich habe auch gar keine Ult. Jetzt habe ich Ult. Ne, okay, die machen kein... Oh, das hier ist auch interessant, ne? Sieht auch cool aus. Drachenseele. Bald. Oh, da war eine... Können wir hier irgendwas... Okay, ich glaube, ich bin dead. Ich kann auch nicht flashen. Ich bin auf jeden Fall dead. Dead by Daylight. By Cassio Light. Totally dead. Shit, eine Seele fehlt mir. Mittlerweile kriegen wir auch... Wir können uns das Ganze ja mal durchzählen hier. Wir kriegen... Ach so, das habe ich übrigens nicht erwähnt. Das weiß ich aber. Man macht, wenn man die Seele aus dem Gegner zieht, nochmal 16% Current Health Damage beim Gegner. 16%. Einfach 16% obendrauf. 4 Sekunden Cooldown hat das Ganze. Wir bekommen pro 20 Stacks 25 Range, 15 Crit. Und 35% von dem Crit, der drüber geht, wird in Lifesteal umgewandelt. Jeder Auto-Attack macht 58 Bonus On-Hit Damage, weil wir halt so langsam angreifen, langsam. Und wir kriegen jedes Mal 20% Movement Speed und Spellsweeps Edge wird die AP davon in AD umgewandelt. Wobei es ja mittlerweile auch ein AD-Support-Item gibt, deswegen, aber wahrscheinlich haben die das extra gemacht, finde ich ein bisschen unfair. Ich glaube, die haben das extra so gemacht. Lass uns kurz die Support-Items reingucken. Es gibt ja mittlerweile Support-Items, die auch AD geben. Das hier wäre zum Beispiel ein AD-Item. Hier, das könnte sie sich kaufen. Aber sie wollen halt Spellsweeps Edge, weil sie Mana braucht. Wobei, das gibt gar... Ich glaube, wenn man es upgradet, gibt es Mana-Rack. Oder? Das wollen die, glaube ich. So schlecht ist Sanguine Blade gar nicht. Guckt euch das mal an, wie wir farmen können. Das ist eigentlich ziemlich gut. Oder nicht? Hätte ich gesagt. Da oben war eine Seele, aber kann ich nicht mehr ran. Hätte ich gesagt. So. Jetzt haben wir... 81 AD, wir haben insgesamt schon 300, obwohl wir ein Trinity gebaut haben, was gar kein AD gibt oder fast gar keine. 100 Range, wir haben 700. Und da geht noch viel mehr, da geht wirklich mehr. Ich finde Sanguine Blade echt cool. Oh nice, der ist auf jeden Fall RIP. Können wir noch mehr machen? Ich hätte noch eine ich weiß nicht, ob das was bringt, aber machen wir einfach mal. Ihr seid jetzt alle, jetzt weiß niemand, wer ist und jetzt kommt das weh. Zack. Leider, haben wir echt bei? Ach sehr, da hätte das abbekommen, der Ball. Oh, nice. Ha-Rippe. Oh, er ist schon tot. Er ist schon dead. Können wir ja noch was machen? Ich würde gerne das Ding hier haben. Gut. Kann ich mich heilen? Nee, noch habe ich ja kein Lifesteal. Heilung ist... Ja, ich kann mich durch meine Q heilen. Gucken wir mal, wir haben 1200. Zack, 1400. Oh, nice. Hier ist nochmal eine W. Trifft leider nicht. Müssen aufpassen. Geultet hat sie aber vorhin, glaube ich. Oh. Guck mal, wie viel Range. Die Range. Und gleich haben wir 100, ne? So, in Games so richtig viel geteamt. Oh, ne, witzig. Was sieht so cool aus? Guckt euch das Ding an. True Damage, ohne wenn sie Skins sind. Chapeau an der die Dinger gemacht hat. Die sehen wirklich super geil aus. Super geil. Eigentlich kann man die immer schön anmachen, weil man da ein bisschen schnell ist. Oder ist man nur schneller, während der Geist auch an ist? Das wäre mal interessant zu wissen. So, 95er haben wir. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz zur Top-Lane. Essential sollte fertig sein. Wir kriegen auch mittlerweile, wie gesagt, ich würde wahrscheinlich, also ich glaube Fleet Footwork ist die beste Rune im Gamebaum, wenn man sie auf AD baut. Auf Support könnte es auch eine sehr gute Rune sein, aber ansonsten würde ich sagen, oh hier, der Durchgang ist auch interessant, sonst ist ja glaube ich ja hier irgendwie so, ne? Ansonsten würde ich sagen sowas wie, ja, Airy könnte halt in der Theorie gut sein, wenn man schon Gegner heilt, oder Verbündete heilt und shieldet und so Zeugs, könnte das nicht ganz verkehrt sein. So, ich würde gerne noch eben gucken. 2 Stacks noch.
Zwei Stück noch. Ich sag jetzt schon mal, Essential Rare wird ein Core-Item auf ihr werden. Die Q ist einfach viel zu teuer. Kannst du nie benutzen, quasi. So. Geil. 100 Stacks. 100. 100 Stacks. Die Frage ist, ob wir so ein Crit-Item noch bauen. Eigentlich müsste ich doch, ist nicht hier. Ich bin leider kein ADK-Main, verzeiht mir, aber ist es nicht so, dass... Eigentlich sollte man Full AD bauen, glaube ich. Aber dass hier Statics mit... hier mit Fleet Footwork synergiert? Irgendwie, ne, hier laden die sich doch auf, oder nicht? Egal. Ich sag egal, wir kaufen nämlich jetzt Infinity's Edge. Klar brauchen wir Infinity Edge. Hey, lol, natürlich brauchen wir Infinity Edge. Guck mal, wie dunkel das bei mir ist. Das ist ja lustig. I'm sorry for this, Leute. Sorry. Sorry. 77 AD. Wir haben jetzt 400. Geht so ein bisschen bald in Gin. Wir haben immer noch zwei Items, beziehungsweise anderthalb. So, wir holen uns mal Blue Buff. Blue Buff wäre sehr cool. Wir benutzen die E, kriegen ein bisschen mehr Move and Speed. 461. Dann können wir jetzt auch mal sehen. Können wir hier mit rüber? Wahrscheinlich. Und wenn wir jetzt angreifen, geht das Move and Speed runter, ne? Oder? Eine Seele. For me. For me. For me. For me. So, wo gehen wir hin? Botlane? Midlane? Toplane? Botlane? Ich glaube, wir gehen mal Botlane. Eh, muss ich zugeben, habe ich in diesem Game nicht viel benutzt. Aber wenn man halt selber die ganze Zeit angreift, ist es auch nicht so gut, denke ich. Weiß ich nicht. Kostet halt auch vor allem Mana, was du nicht hast. Ich glaube, das ist eher das größte Problem auch so ein bisschen. It costs Mana you don't have. Ultimate macht mittlerweile 700 Damage. Das ist viel, Leute. Aber wir müssen zugeben, wenn man sie jetzt auf Support spielen würde, wäre es nicht so viel. Aber ich meine, hey, die meisten Supporter machen nicht so viel Schaden. Ich meine, natürlich, ist gut, dass sie nicht so viel Schaden machen. Das Gute ist halt, du bist so unsichtbar und dann kannst du hier so die W rauswerfen. Und triffst sie dann auch. Dann machst du noch eine Q. Ja, aber das hat mich gewundert. Deswegen habe ich auch gedacht, die Q wär ein Skillshot. Weil in dem Video hat Senna die Q nämlich auf einen Dings geschossen. Auf einen... Hier ist der doch gespawnt gerade, oder? Nee, hä? Bin ich dumm? War da nicht ein Zeichen? Okay. Auf einen... Ja, Akali war in ihrer Bubble und da hat sie trotzdem die Q draufgeschlossen. Das hat mich halt... Vielleicht war sie ganz kurz sichtbar. Das kann sein. Okay, ich lebe noch. Das ist cool. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht, dass die hier gleich Dinge machen mit mir. Sie ist natürlich auch sehr immobil, muss man... Na, wenn du sie jetzt... Ich glaube, gegen Assassins ist sie nicht so stark. Wenn man sie catcht, dann ist sie halt tot. Mehr oder weniger. I think... Oh, guckt euch das an. Das ist wie, wir sind ein Cannon-Minion, Leute. Oh, 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 oh. Jetzt nochmal die E an. Eine W drauf. Hier oben eine Q. Feuer. Okay, die sind gerade... Ich klebe fest. Kann nochmal hier das Q. Bra. 800. Hier ist noch... Kaioken. Flash W. Oh, Leute. Irgendwie, okay, der Delay ist insane. Aber die Reichweite vom Q. Die Reichweite, Leute. Sag... Kommt, Leute. Kommt. Findet ihr das fair, dass sie so weit schießen kann? Weiß ich nicht. Ich meine, klar, sie... Guckt euch... Ich meine, sie muss so weit schießen. Oder muss sie nicht, aber... Es macht das Stack-Sammeln leichter. Aber guckt euch das an. Kommt. Kommt. Ja, ich weiß, ich habe viel broken gesagt. Aber ich glaube, diesmal... Lasst uns ehrlich sein. Ich sage nie... Während ich einen Champion vorstelle, sage ich eigentlich ganz selten so... Wow, der wird komplett insane broken. Komplett, oh mein Gott, Omega Lull. So. Aber... Hier habe ich wirklich das Gefühl, dass genau das der Fall ist. Ich glaube, die Gegner geben auf. Kann es sein? Oder? Vielleicht auch nicht. Okay, wir müssen ein bisschen... Hier ist noch eine W. Die W ist halt so... Ja, ich weiß nicht. Sehr langsam, sehr wenig Range. Sehr wenig Hitbox. Dir war das sehr gut. Kann ich mich auch heilen? Oh, shit, ne. Ich hätte es auf den Verbündeten schießen sollen. Scheiße. Ich wollte es auf den Minion, hab vergessen. Auf den Verbündeten hätte ich auf jeden Fall getroffen. So, Infinities. Jetzt machen wir erstmal Schaden. Jetzt kommt Schaden. Jetzt haben wir 424 AD. Was ist das hier? Mountain Dragon. Oh, wir haben den Mountain Dragon. Wir haben... Hä, Leute, warte mal. Hier ist doch irgendwas verkehrt gelaufen, oder? Ach so, nee. Ich kann das erklären. Na, ich habe ja gesagt... Wir haben wirklich vier Mountain Dragons? Oder ist das ein Bug? Weil
Ne, plus 8% ist schon viel, ne? 2, 4, 6, 8 wahrscheinlich. Das macht in der Hinsicht. Das waren die letzten Drachen. Wir hatten ja beide zwei Drachen. Wir hatten zwei Drachen, die hatten zwei Drachen. Und dann kam. Danach können ja alle Dragons kommen. Danach können 100 Feuer-Dragons kommen, theoretisch. Nicht theoretisch, bis alle vier haben. So. Ja, das war Senno, meine Freunde. Bei der Ultimate. Also, Leute, ich sage, sie ist sehr stark. Und sie muss genervt werden. Das ist, was ich sage. Da lege ich mich fest. Ihr könnt mir aber super gerne, sagt mir, hey Tobi, nee, ich bin anderer Meinung, ich bin da dieser Meinung, ich finde das, ich finde dies. Wir können ja nochmal kurz den Damage reinlunzen. War nicht der meiste tatsächlich, aber ich habe auch viel gefarmt, nicht die ganze Zeit gekloppt, nicht geprügelt. Und die Q macht relativ wenig Schaden, muss man sagen. Also, balance-technisch in die Q her. Ich denke, als Support ist sie auf jeden Fall, als ADK wird sie nicht gut sein, sage ich, und PB kannst du alles spielen, lass uns ehrlich sein. Aber als Supporter wird sie sehr stark sein. Da kriegst du Free AD einfach die ganze Zeit. Ist kein ADK-Champ, ein Support. Ich meine, ist klar. Ne? Aber ja, ich wünsche euch was. Ich werde jetzt gleich zum Sport gehen. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.